Und hiermit begrüße ich euch zu einer weiteren Runde der Long Dark Tales from the Far Territory. Wir sind einmal um die Insel rumgelaufen und hier an so einer kleinen Fischerhütte angekommen oder Angelhütte. Ich nehme noch den Rohkolbenstängel mit und dann hatten wir ja gestern gesagt, dass wir hier ein bisschen angeln. Und dann gucke ich mal, ob ich von hier hinten auf die Insel komme, hoch zur Inselhütte, wo wir dann vielleicht die Nacht verbringen können. Hoch. Nehmen die Rohkolben mit, damit wir was zu essen haben. Und ich würde auch die Möglichkeit nochmal nutzen, solange wie es Lichtverhältnisse noch zulassen, dass wir die Karte zeichnen. Und dann sehen wir sind hier hinten an dem Eisloch. Ja. Sind also von hier einmal hier rumgelaufen. Gut, ob wir, wie gesagt, von hier hinten irgendwie hochkommen zur Inselhütte, werden wir dann sehen. Das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Hier können wir... haben wir Holzkohle. Sehr schön. Können wir erstmal im Zweifel die Zeit verbringen. Wir können angeln und notfalls auch die Nacht hier verbringen. Recycelte Dose brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Die könnte ich dann eventuell auf dem Kanonenofen stellen. Entschuldigung. Aber ich habe eigentlich nicht vor, an dem Kanonenofen zu kochen. Dann lieber ein Lagerfeuer machen. Gut, schauen wir mal, wie wir es aufkriegen. Ich nehme mal das Beil, weil ich das Beil im Zweifel anschärfen kann. Was mit einem Brecheisen nicht möglich ist. Gut, angeln. Eine Stunde angeln. Na, das hat sich doch schon mal gelohnt. Das waren zwei Fische. Diesmal war es gar keiner, auch nicht schlecht. Ist trotzdem mal was. Was ist denn das? Wo kommt denn die plötzlich her? Und wieso hat die plus 7%? Gut. Ist da eigentlich auch ein Kaffee trinken können oder wir schlafen dann hier ein Stündchen. Gonna get a lot colder soon. Ja, wie unschwer zu erkennen ist, hat es angefangen zu schneien und zu stürmen. Das Eisloch ist noch frei. Die Müdigkeit überrennt mich und wir sind müde. Sind durstig. Müde auch. Das heißt, ich würde mal noch einen Kaffee trinken. Was haben wir? Vier Fische haben wir zusammen. Und dann machen wir mal noch eine Stunde angeln. Ja. Und dann müssten wir entweder hier schlafen oder hoch zur Hütte gehen. Da findet man die jetzt in dem Sturm schon wieder. Was denn jetzt? Muss ich das Eis erst aufbrechen? 1% gefroren. Achso. Okay. Dann machen wir es nochmal schnell wieder auf. Achso, jetzt verlieren wir Oh, das war nicht gut. Jetzt haben wir zwar geangelt, aber wir haben Unterkühlungsrisiko. Müssen mal gucken, ob wir hier den Schlafsack hingelegt bekommen. Gefühlt minus 8 Grad. Auweia. Gut, wir sind wieder aufgewacht. Das ist schon mal gut.
Hilft dir alles nichts. Jetzt kannst du erstmal was trinken. Und dann müssen wir uns das Feuer hier anmachen. Denn jetzt brauchen wir nicht versuchen, da hochzugehen. Mach mal an, was hast du? Geht los. Und da braten wir uns halt hier den Fisch, hilft dir nur alles nichts. Ne? Dafür wird es uns ein bisschen warm. Kanonenofen ist immer ein bisschen blöd, weil er bloß eine Kochfläche hat. Oh. 42 Minuten bis zum Garpunkt, na gut. Was hast du denn? Tannenholz. Da kannst du auch die Kohle reinpacken. Essen können wir dann gleich machen, wenn wir es fertig gebraten haben. So, was wir immer gekriegt haben, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, oben rechts stand, dass wir Lampenöl bekommen. Das ist immer der kleine Nebeneffekt. Das ist zwar nicht viel, 0,02 Liter, aber wenn man Fische macht, bekommt man halt ein bisschen Lampenöl. Das ist immer ganz nett. Gut, und dann können wir das auch schon, wo ist es hier, essen? Ja, das die Kaloriengewichtsverhältnis ist auch nicht schön und das hat er natürlich hier mit einem Mal aufgefordert. Weg ist es, zack. Das war jetzt risikobehaftet, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich hatte vergessen zu schauen, ob wir überhaupt 35 Minuten, ja, kann ich gleich mal nachlegen. Müssen dann noch irgendwann schlafen. Ja. Kann man das Ding auch erstmal essen. Na, wie viel Lampenöl das gibt, hängt immer davon ab, was es für ein Fisch ist und wie groß und so weiter. Nur drei Fische gegessen und immer noch nie satt. Ach, irgendwie. Ja, der hatte zum Beispiel relativ viel Lampenöl gebracht. Und das können wir dann alles gleich in die Lampe füllen. Die ist ja auch fast leer gewesen. Oder halb voll oder sowas. Mal gucken. Erstaunlicherweise kann er das Lampenöl auch immer auffangen, wenn er keine angefangene Dose dabei hat. Jetzt ist er satt. Wo hast denn die Lampe? Ach, du hast ja die kaputte auch noch mitgenommen. Die kannst du dann auch erstmal alle machen. Und die? Ja, 42, okay. Ein ganzer Liter passt rein maximal. Eine Stunde hat er noch, dann machen wir auch gleich noch Wasser. Das stürmt und stürmt. Minuten, da kann man noch eine Portion Wasser machen. Und dann haben wir es ja schon optimal ausgenutzt. Minuten, das reicht nicht, aber dann kannst du zumindest warmes Wasser trinken. Dann würde ich sagen, lasse ich die Dose hier. Den Ofen kann ich derweil erstmal noch anlassen. Was noch? Da packen wir mal noch ein paar Stöcke dazu und dann schlafen wir zumindest erstmal eine Stunde. Mal gucken, ob der Sturm nachlässt.
Klingt nicht so schade. Das ist schon der Sonnenaufgang, das ist schon der Sonnenaufgang. Das ist ja verrückt. Jetzt haben wir die ganze Nacht hier rumhantiert und haben nicht geschlafen. Aber solange wie es stürmt, braucht man eh nicht rausgehen. Das ist jetzt einfach so. Na, jetzt sind wir mitten am Tag und das stürmt immer noch. Der Ofen ist immer noch an. Wir haben eine Stunde geschlafen. Eine halbe Stunde Brennzeit war angegeben. Ne. Ich schlafe hier in Stundenabschnitten, damit wir dann möglichst merken, wenn der Sturm vorbei ist. Allzu weit werden wir heute nie laufen können. Wir sind müde. Die Holzkohle nimmst du mal mit. 6 Stück Holzkohle. Wahnsinn. Allzu weit können wir nie laufen. Wir sind so müde und der Tag ist jetzt auch schon. Schreitet ja auch voran mit jeder Stunde, die wir schlafen. Unterkühlungsrisiko, da hast du jetzt wieder nie aufgepasst, ne, dass der ja kalt wird. Musst du schon wieder einen Ofen anmachen. Haben wir eigentlich hier Kochskill, müsste doch hochgegangen sein, und Eisfischen. Ja, Schwester, ist kalt, ich kann es doch auch nicht ändern. Hatte ich jetzt eigentlich nie vor, dass ich hier nochmal auch mal Feuermaterial verbrauche. Ja, da haust du halt noch einen Brennstoff rein. Schläfst du noch mal eine Stunde? Ich hätte auch noch mal angeln können. Was lässt denn die nach? Ne? Das ist ja hartnäckige Scheude. Dann machst du das Eis noch mal auf. Naja, 2 Stück. Hast du eigentlich was zu trinken gekocht? Ja, hat es da ein bisschen Wasser gemacht. Das Essen kannst du auch erstmal, dann ist das ganze Gewicht wieder weg. So. Gut. Mal schauen, ob wir es jetzt langsam dann mal hinbekommen. Sagt er, 27 Minuten hat er noch Brennzeit. Insgesamt haben wir 0,2 Liter zusammengebracht. Tja. Aber jetzt gehe ich nie raus. Huch. Ein kleiner Soundbug. Tja, nun ist der Ofen wieder aus. 4 Stück Holzkohle. Wahnsinn. This pack is getting too heavy to carry. Ja. Aber ich kann jetzt nie loslaufen. Wenn ich mich jetzt wieder hinlege und schlafe, dann habe ich wieder das Problem, dass ich unterkühle.
Ah, nicht mehr lange, dann kommen wir. Kann man die nächste Stufe auf dem Eis fischen. Jetzt können wir uns überlegen, ob wir angeln oder. Ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir auch angeln. Ne? Irgendwann muss ja der Sturm mal vorbei sein. Jetzt ist der Sturm vorbei. Angelleine gerissen, na toll. Da wollten wir hochgehen. Machen wir das? Klar. Das war nie so erfolgreich. Jetzt haben wir die nächste Stufe erreicht. Das schauen wir uns noch an. Angel, Eisfischen. Angelzeit verringert. 8% Chance auf reißender Schnur beim Fang. Also ich denke mal 8% reduzierte Chance. Jetzt ist es schon wieder kalt und stürmisch. Aber das macht nichts. Wir gehen jetzt einfach mal da hoch. Und gucken, dass wir von hier unten, von dieser Seite aus, die Inselhütte erreichen. Das war der Wasserfall. Und wenn dann mal wieder gutes Wetter ist, am nächsten Ingame-Tag, werden wir dann da hinten weiterlaufen. Quasi die Osthälfte der Karte erforschen und kartografieren. Die Rohrkolben lasse ich stehen, die Hagebutten nehme ich mit. Da kann ich dann mal irgendwann Hagebutten-Tee machen. Ach, guck mal, da gibt's die Bürgenschößlinge. Waren das die, die wir schon mal entdeckt haben? Oder sind das Ahornschößlinge? Und Ahornschößlinge? Birkenschößlinge wachsen dort, wo Birken sind. Und wo kommst denn du? Verdammt. Also vom Ton her kommt er von dort drüben. Aber ich sehe ihn nicht. Ich habe auch keine, nee, ansatzweise eine Ahnung, wo die Hütte ist. Wie weit wir da hier rüber vielleicht müssen. Aber irgendwo hier oben muss er ja sein. Treibinsel. Da ist die. Ja, ich weiß, dass die Nacht kommt. Wo ist denn der Wolf? Da ist die Schneehütte, die wir schon mal gefunden hatten. Da war doch auch schon so schlechtes Wetter hier oben, oder? Ach, das war der Rucksack, genau, den hatten wir uns schon mal angeguckt. Und die Schuhe, na, die kannst du auch mal jetzt mal mitnehmen. Kaputte Schneehütte. Okay. Ich höre den Wolf nicht mehr, das ist schon mal beruhigend.
Ist dort der Aufgang zur Hütte? Ja, da ist die Hütte. Haben wir es ja zumindest bis zur Hütte geschafft. Diese Nacht müssen wir sehen, dass wir ordentlich ausschlafen können. Hoffentlich ist dann auch morgen der Sturm vorbei. Unglaublich, wie viel das hier stürmt. Sodass wir dann auch hoffentlich bei gutem Wetter ausgeschlafen, gesättigt, durstgestillt weiter die Insel erkunden. Ne, die Insel nicht, aber die Karte erkunden können. Die Insel haben wir jetzt schon ganz gut entdeckt. Und dem Wolf sind wir auch entkommen. Was für ein Glück. Ich nehme an, der war dort irgendwo an der Stelle, wo er keinen Weg gefunden hat zu uns. Deshalb konnten wir ihm entkommen. Jetzt ist hier auch schon der Sturm ein bisschen weggegangen. Und da sind wir wieder an der Inselhütte. Einmal Tür auf, hinein, Tür zu. Jetzt muss doch hier hoffentlich ein Ofen sein? Ach, er ist auch bloß ein Kanonenofen. Na, dann ist es halt so, ne? Dann machen wir erst ein bisschen Feuerholz und was trinken. Schon wieder Durst. Die wollen wir nicht, die waren schimmelig, wenn ich mich recht erinnere. Na, notfalls müssen wir dann hier noch mehr Stühle und so weiter zerlegen. Tisch. Gucken wir mal. Hilft ja alles nicht, müssen wir Feuer machen. Gab es hier noch ein Buch irgendwo? Das Regal können wir auch zerlegen. Zeitungspapier braucht man nicht. Ein Buch wäre nicht schlecht. Jetzt ein Buch. Ach, hier gibt es ja jede Menge Bücher. Da gibt gleich mal zwei her. Sonst hätte ich mir jetzt das Buch aufgehoben, das letzte, weil das immer ganz gut ist, um ein Feuer zu machen, wenn man mal draußen unterwegs ist. So kann ich es natürlich benutzen. Ja, da sind wir heute bisher noch nie allzu weit gekommen. Ne? Ein bisschen geangelt, Feuer gemacht, Feuer ausgehen lassen, neues Feuer gemacht. Gehört aber auch zum Spiel. Ist mal eine ganz gemütliche Sache. Und ja, wichtig zum Überleben. Kann man das Altholz nämlich mal mit verbrennen. Na, da ist er. Ach, siehst du, die Fackel können wir auch mit verbrennen. Oh ne. Brauchst du 34 Minuten, du brauchst 30 Minuten, machen wir doch. Und dann machen wir uns gleich nochmal Wasser. Davon kann man nie genug haben. Why I feel so tired. Naja, du kannst gleich schlafen. So, was gibt man ihm da? Noch ein Altholz. Ja, perfekt. Irgendwo hier drüben ist ein Bett.
die restliche Holzkohle, die holen wir uns dann. Was ist denn jetzt hier? Der Stoff im Weg. Da ist das Bett. Gut, wir sehen uns gleich morgen früh. Ja, ausgeruht und, oder fast vollständig ausgeruht, sind wir wieder da. Wir haben gesagt, wir wollen die Holzkohle mitnehmen. Das machen wir natürlich. Und dann ist mir etwas eingefallen, sehr unangenehm. Hier liegen die zwei getrockneten Ahornschößlinge, die wir irgendwo eingesammelt haben. Die können wir natürlich mitnehmen. Auch wenn wir sie jetzt erstmal nicht brauchen. Aber mir ist eingefallen, dass wir ja die frische Rehhaut hatten und die Därme. Die habe ich jetzt nicht rausgenommen aus dem Inventar zum Trocknen. Und das Ergebnis sieht man, die haben also schon Zustand verloren. Auch die Därme sind bei 90%. Ich lasse das tatsächlich jetzt alles hier liegen. Auch den Kaninchenpelz und den Wolfspelz. Damit kann ich ganz gut leben. Ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Man kann da draus zwar... Finde ich das dann wieder, wenn ich mal irgendwann hier reinkomme? Oder übersehe ich das? Mal sehen. Man kann da draus zwar verschiedene Sachen machen. Ne? Hier an der... ein Bärenfellmantel. Gut, da brauchen wir gerade Bärenfell. Aber man kann hier... Na, wo ist es denn? Kaninchenpelz, Fäustling, also Handschuhe. Ist aber nicht unbedingt notwendig. Die Handschuhe, die wir haben, die können wir ja mit den vorhandenen Materialien reparieren. Das wäre dann mal was fürs spätere Spiel, wenn man keine synthetischen Sachen mehr findet, dass man auf natürliche Rohstoffe zurückgreifen muss. Dann wäre sowas hilfreich. Auch eine Mütze und genauso Rehlederhose und Stiefel. Und Wolf war, glaube ich, ein Wolfspelzmantel, was man herstellen konnte. Ja, also dafür ist das dann durchaus mal sinnvoll. Jetzt kommen wir so ganz gut klar und deshalb lasse ich das hier, weil es wie gesagt auch schon Zustand verloren hat. Und unser nächstes Ziel ist ja die Ostseite der Karte hier zu erforschen oder zu entdecken. Und wir sind jetzt hier an der Inselhütte und da bringt es uns natürlich wenig, wenn wir dann nirgends einkehren können, dann wird das noch mehr Zustand verlieren. Ja. Deshalb die Entscheidung dafür. Die Ahornschößlinge, wie gesagt, habe ich mitgenommen, die habe ich eingepackt. Zur Herstellung und Reparatur von Dingen. Das ist für den Bogen. Wie heißt das? Survival-Bogen. Dafür brauchen wir die Ahornschößlinge. Und sicherlich, wenn wir den vorhandenen Bogen reparieren wollen. Wir haben ja zwei einstecken, denke ich. Ja. Ja. Na. Ach so, reparieren geht gar nicht gerade. Stecken wieder weg. Gut, was machen wir? Ist schon wieder durstig. Hungrig und durstig, ist ja unglaublich. Essen und trinken. Und dann können wir losmachen. Es schneit, das tut uns aber nichts. Oh, ja, wir verfolgen unseren Plan weiter. Wir gehen jetzt also irgendwie hier hinten rum, die Insel erkunden. Mal schauen, ob ich hier hinten runtergehe. Wir können auch hier vorne runtergehen und dann hier an der Insel vorbeigehen. Die Birkenschößlinge, die wären nicht schlecht, aber die werden eher oben stehen als unten. Die Höhle haben wir auch noch nie entdeckt, ne? Wir sind jetzt hier hinten hochgegangen. Na gut, wir werden sehen. Das machen wir allerdings morgen zusammen. Für heute verabschiede ich mich von euch, bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.